Carl Zeiss. Wer diesen Namen hört, denkt vielleicht als erstes an einen Fußballverein der Regionalliga. Der Namensgeber des FC Carl Zeiss Jena war aber auf einem ganz anderen Feld aktiv. Als Feinmechaniker im Bereich der Optik. Mit 100 Talern Startkapital gründet Carl Zeiss 1846 in Jena eine Werkstatt für optische und feinmechanische Instrumente. Sein Ziel? Er will die simplen Mikroskope der damaligen Zeit verbessern. Gemeinsam mit dem Physiker Ernst Abbe und dem Glaschemiker Otto Schott legt er die Grundlagen der modernen Optik. Und auch die durch Abbe eingeführten Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ihrer Zeit weit voraus. Vom bezahlten Urlaub bis zur Pensionskasse werden neue Maßstäbe gesetzt. Das Unternehmen Zeiss ist bis heute international tätig. In gewisser Weise sogar darüber hinaus. Bei der Mondlandung 1969 hatte der Astronaut Buzz Aldrin eine Kamera mit Zeiss-Objektiv dabei. Um auf der Rückreise Gewicht zu sparen, nahm er nur die Filme wieder mit und ließ ein Stück thüringische Entwicklungsgeschichte auf dem Mond zurück. Als europäisches Zentrum der Forschung im Bereich Optik und Photonik trägt Jena heute den Beinamen Lichtstadt. Hier entstehen Fortschritt und Innovation, die von Thüringen aus in die Welt strahlen.